parlak skladmen ver tinkan çok zorlara. Gebosak tüm farklı bira. Tuhazı belel. Gebosar yovuk zeti. Lieblingsessen pizza. Besondere Fähigkeiten Meister des Blitzkreises. Hobby Fitness und Hip-Hop. Beziehungen James, Bruder, Maya, beste Freundin. Alex Claudman. Alex, Zollreiter des Blitzkreises, reitet das Pferd Tinkan. Sie ist mutig, loyal und hat einen etwas abgedrehten Sinn für Humor, der einen glauben lässt, dass alles irgendwie in Ordnung kommt. Obwohl sie schon ihr ganzes Leben auf Jorvik gelebt hat, hat sie erst vor 2 Jahren zum ersten Mal auf einem Pferd gesessen. Genau genommen, als das Schicksal sie mit Tinkan zusammenbrachte. Ihre Reittechnik ist, sagen wir einfach, dass sie in absehbarer Zukunft noch keine Reitsportreise gewinnen wird. Nachdem sich die Zorada vor 2 Jahren verbündet hatten, um Darkor zu stoppen, sind die 4 Mädchen anschließend ihren eigenen Weg gegangen. Nur Alex blieb zurück und hilft jetzt den bewahren Ideen, Jorvik zu schützen. Sie ist eine wahre Kämpferin. Bevor sie eine Zorreiter wurde, hat Alex ein ziemlich schweres Leben. Sie wuchs in armen Verhältnissen ohne Vater auf. Ihre Mutter hatte kaum Zeit für sie. Ihre 3 älteren Brüder kümmert sich nur um sich selbst. Daher musste Alex schnell erwachsen werden, Verantwortung übernehmen und für ihren kleinen Bruder James in die Elternrolle schlüpfen. Angesichts all dem, was sie durchgemacht hat, und wenn ich jetzt sehe, was für eine starke Persönlichkeit sie jetzt ist, habe ich einen unheimlich viel Respekt für Alex. Tinkan, Rasse, Jorvikisches Urpferd, Reiter, Alex. Besondere Fähigkeiten, Blitzkreis und Beharrlichkeit. Tinkan. Tinkan ist eines der 4 Wächterpferde, die denen dienen. Genau wie seine Reiterin Alex ist er furchtlos, naseweiß und immer bereit für die neue Abenteuer. Er liebt es, sich in den Wäldern aufzuhalten, besonders wenn er durch die unebenen, unebenes Gelände galoppieren kann. Das passt Alex auch sehr gut, denn sie reitet am liebsten dort, wo andere nicht über ihre fehlenden Reitkenntnisse urteilen können. Tinkan ist das kleinste Säugerpferd, aber auch das widerstandsfähigste.